So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. Da muss ich erstmal hier. So, Mindtest starten. So, und wir wollen ja jetzt die nächsten Folgen erstmal wieder in unserem Haus weiterbauen. Ach ja, genau, wir sind jetzt sogar beim Keller. Genau, so die Frage war ja jetzt, wie wir das hier am dümmsten machen. Ich würde sogar fast sagen, wir bleiben tatsächlich einfach auf der Höhe. Weil wie gesagt, mit halben Stufen wird halt schlecht. Ich meine, was sollen wir hier im Keller unterbringen? Eigentlich. Ich kann ja mal ein bisschen probieren. Wie kommen wir hier raus? Warte kurz. Hui. Wenn wir da jetzt Slabs packen. Haben wir Slabs dabei? Nö, haben wir nicht. Dann backe ich mal schnell welche. Haben wir wirklich Kisten dabei? Nee, ne? Haben wir auch nicht dabei. Das ist natürlich jammerschade. Egal. Wir können ja simulieren. So, also angenommen, wir nehmen jetzt das hier raus. So. So, der Boden muss ja eh raus, dann machen wir einen neuen Boden rein, von daher. Und angenommen, ich habe jetzt hier auf dem Boden ein paar Slabs. So. Dann könnte man. Ah, nee, so tief. Okay, dann Idee direkt verworfen. Ne, weil ich dachte so, da könnte man ja hier zur Not dann, wenn man jetzt hier einen ganzen Block macht, um dann da drauf eine Kiste zu stellen zum Beispiel. Aber auch das ist zu hoch. Das ist, nee, sieht nicht gut aus. Ne, funktioniert nicht. Leider. Aber gut, dann bleiben wir halt bei Zweierhöhe. Wird zwar als Keller vielleicht ein bisschen eng. Ach ja, siehst du, was wir hier machen müssen, müssen wir auch noch überlegen. Ob wir hier dann einfach komplette Stone, also diese Steine als Komplettblöcke drunter packen. Weil wie dumm ist es bitte schön, dass die Steine quer sind, hochkant sind, obwohl die eigentlich quer sind. Wir hätten sich dieses Texture Alignment schon wieder ausgedacht. Da waren noch schon wieder Vollprofis am Werk. Beziehungsweise die untere Reihe muss ich ja gar nicht austauschen. Die bieten wir ja später nicht. Ich muss aber die Reihe austauschen. Na gut, das hier eigentlich auch nicht, sieht man auch nicht. Weg da. Aber so viele Stonebricks haben wir nicht. Da müssen wir mal ein bisschen sparen. So. Apropos sparen. Jetzt habe ich hier gerade alles weggenommen. Ich Intelligenzbestie. Warum ist mein Inventar so voll? So. Und. Das mit dieser komischen, wir sind voll. Regenbogenschöpfe immer so aufpassen muss, dass nicht so viel abbaut, so schnell wieder abbaut. Doch sehr schlimm. So. Weg. Vor allen Dingen weg. Achso, nicht, du kommst ja hier da. Weg. So. Schon sieht es besser aus. Let's go.
Ich wollte auch rausspringen, nicht überspringen. So. Wieder schön viel Erde. Und die Spritzbeine werden fast kaputt. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zuerst mal nach Home und schmeißen die gute Schippe mal in den Werkzeugkasten. Hier Werkzeug, Werkstatt. Walalilala, heißt das Ding? Werkzeug, Werkstatt, ja doch, genau. Komischer Name. Oh, hier ist auch noch eine Spitzhacke. Lol. Interessant. Ja gut, dann kommst du mal noch da. So ungefähr. Ach ja, die guten Metroids. Haben wir hier eigentlich noch, kann ich da mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was an Ton haben. Weil ich weiß nicht, ob unser Ton reichen wird. 91. Dann gib mal her, packen wir mal ein zurück. So. Dann müssen wir uns mal bald mal wieder auf eine Tontour begeben, gell? Das scheint uns ja so ein bisschen gerade auszugehen. Ja, mal schauen, ne? Was jetzt? Achso, halt. Da. Die Werkstatt. Aha, das ging schnell. Der Hoodie ist wieder on. So. Hier haben wir ein bisschen was gebacken bereits. Dann könnt ihr erstmal, beziehungsweise ich halt euch gleich mal. Was mache ich hier gerade? So. Oh, du kommst noch da. So. Oh ja. Okay, also hat gereicht, aber es reicht nicht für nochmal. Also muss ich jetzt mal ein Blätter mitnehmen. Du da rein. Ah, ich muss hier erstmal. Die muss ich ja erstmal aufspalten. Die gute Atomenergie. 1, 2, 3. So. Du da rein, du da rein. Alter, immer ja Krach. Du da rein, du da rein. So, und aus den Dinger können wir jetzt 48 Blöcke gerade mal machen. Das ist natürlich nicht so viel. Deswegen hoffe ich mal, dass das Ganze insgesamt reicht. Das würde ich dann aber zeigen. So, hier muss noch die Reihe weg. Die Baumstämme müssen wir eigentlich 1:1 durchziehen, ne? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, darunter Stein zu machen, weil es halt keinen Sinn macht. Was steht da schon? Komm, die Axt ist mal weg. Die brauche ich jetzt mal nicht. Ja, egal. Ich bin schon wieder beinahe rübergesprungen, ne? Eine Schweinereihe. So, da kommst du hin, die sieht man auf jeden Fall, genauso wie man dich sieht. Also kommst du auch dahin. Und alles andere kann jetzt mit diesen schönen Bricks gebrickt werden. Ach, scheiße. Ach, hier innen ist ja Unterkante jetzt. Okay, das ist natürlich blöd. Aber eben, hier ist die Unterkante weiß. Müssen wir jetzt. Ich meine, wir können jetzt einfach alle Steine umdrehen und dann einfach mit dem Replacement Tool arbeiten. Wäre eine Option. Ja, gut. Das klappt schon mal nicht. Das klappt schon mal auch nicht. What the hell? Warum kann ich die Blöcke nicht drehen? Vor allem der Schraubendreher nutzt sich ab. Er leckt mich am Arsch. Warum kann ich kann auch Blöcke normalerweise drehen? Ja. Aber die hier. Ach, jetzt geht's. Ernsthaft? Inbox? Auf meinem Let's Play-Account? Möchte er da etwa, dass ich das im Livestream zeige?
Gut, hier sieht man es tatsächlich. Ja, doch, hier sieht es auch gut aus. Ist jetzt der rechte Block, ne? Ja, genau. Okay, das heißt, wir können den 1 zu 1 so übernehmen. Bop. Und dann jetzt hier bop, 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 bop. Von dem ganzen Spaß müssen wir jetzt irgendwie. Passt das hier auch automatisch? Ja, sieht gut aus. Bäh. So, bin mal gespannt, wie weit die Blöcke reichen. Verdammt. Welche? Achso, hier. Okay, also für eine Seite reicht es echt tatsächlich. Lol. Hätte ich ja so nicht gedacht. Na klar, zwei zu wenig, natürlich. Aber. Oh. Och, leck mich doch. Oh, das ist doch Kacke. Hier passt es auch wieder nicht. Ah, scheiß die Wand da an. Jetzt die Frage, kann ich die jetzt. Nein, aha, das geht. Oh, Himmel, sollte alles erwischt haben. Von innen sieht man kurioserweise kaum was. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt muss ich die auch drehen. Ungefähr so. Kopieren. Also hatte ich keine Blöcke mehr in der Hand, das heißt, ich jetzt gerade den Baumstamm ausgewechselt. So. Ja, das sieht gut aus. Das sieht definitiv. Ja, besser. Auf jeden Fall besser. So, wir brauchen noch zwei Blöcke. Das heißt, wir nehmen direkt mal den nächsten. Halt, den nächsten Batzen. Die macht schon wieder komische Sachen hier. Nein, halt. Noch scheiße, jemand dann. Wir wissen, wie sie macht. Acht. So. Genau. Danke. Du da rein. Danke. Wahrscheinlich auch wieder Blätter. Und du da rein, du da rein. Schön. Und du da rein, du da rein. Dankeschön. So. Blättern wir zurück. Und dann haben wir direkt ein paar Soundwigs. Ach ja, wir haben ja auch noch welche von denen, ne? Brauchen wir die eigentlich noch? Ne, da sind sie einmal rundherum. Das heißt, ich könnte auch die verwenden. Ich müsste sie nur rekombinieren. Geht das so? Nein, geht's nicht. Geht das so? Nein, geht's nicht. Geht das so? Nein, geht auch nicht. Ach, liegt doch am Arsch. Das heißt, ich brauche erstmal. Dankeschön. So, du nach da und dann kann ich euch nämlich Rest. Nein. Wiederverwerten. Aha. So, 72, das sieht so gut aus. Dankeschön. Ich muss mal ganz kurz gucken, was er bei mir bei Inbox geschrieben hat. Für den Fall, dass es doch etwas ist, was ihr nicht sehen sollt, geht mal ganz kurz auf Pause. Okay. Okay. Das mit dem Hafen ist eine gute Idee. Hab noch ein Projekt am Spawn. Dann kann ich das mit dem Hafen umsetzen. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob da wo der alte Güterbahnhof ist. Achso, habe ich ja glaube erzählt, ne? Nur da war in den letzten Let's Play-Folgen. Hatte ich. Schon, hat sich jetzt sogar im Let's Play geschrieben gehabt. Ja, genau. Also, mit dem Hafen, gute Idee. Sehr geil. Das ist natürlich sehr praktisch. Was ist das für ein Zeichen? Meine Tastatur kann Zeichen, die kenne ich nicht mal. So. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, ja? Wir haben jetzt die Blöcke rekombiniert. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein paar Blöcke. Das heißt, wir brauchen erstmal zum Beispiel hier zwei.
So und so. Und jetzt müssen wir noch mal hier gucken. Hier kann ich ja direkt von hier gucken. Ich kann nicht. Ich nicht. Scheiße, was dann? Ach, leck mich am Arsch. So. Oh, come on. Wo sind denn meine Jump'n'Run Skills hin? So. Schraubendreher. Ja, perfekt. Kopieren. Okay. Und einfügen. Nein! Danke. So. Da müsste jetzt. Ach, nehm ich doch. Da müssen jetzt alle Seiten gut aussehen, richtig? Ich kontrolliere mal nochmal. Jupp. Durchgängig. Durchgängig. Hier sieht es auch gut aus. Jupp. Mhm. Ja, perfekt. Cool. Ja, dann können wir jetzt eigentlich uns daran machen, fast hier den Boden einzuziehen. Ich würde aber gerne hier auch nochmal den Keller machen, damit wir das ungefähr gleich ziehen, damit da nichts, ne? Ja. Okay. Schiff ist repariert. Ah, schon krass, wie ich schon mal die Mission abbauen kann. Ich meine, gut, wir könnten sogar den Bohrer benutzen, damit würde es wahrscheinlich noch schneller gehen. I don't know. Ist irgendwie so richtig eine Nostalgiefläche, mal wieder normale Werkzeuge zu verwenden. Gut, das ist natürlich auch schon High-Level mit Regenbogen, klar. Aber trotzdem halt eine normale Schippe, mit der man ganz normal jeden Block einzeln abbaut. Gut, oder einfach alles hier mit einmal wegsnackt. Man ist die Schippe schnell. Heilige Scheiße. Da ist doch schon Cheat. Oha. Da ist doch schon Cheaten. Ja, hier müssen wir echt gucken. Ich meine, es scheint uns beim Kellerbau nicht so sehr zu stören, weil man sieht ja, ne? Man sieht es nicht. Weil hier noch ein Boden raufkommt. Aber interessant. So, jetzt müssen wir noch die Außenkante wegnehmen. Wobei, muss ich eigentlich gar. Doch, mache ich. Macht Sinn. So. Ungefähr so. Tada. So, und da kommen wir wieder überall Stein rein. Ich hab schon wieder Hunger? Heilige Scheiße. Boing. So, wir müssen eigentlich noch genug Steine dafür haben. Zumal er hier auch. Oh, da kann ich alles durchgebrannt. Ja, gut. Das ist ja unfortunately. Ach, hier haben wir noch welche. Okay. Dachte schon, wir sind schon wieder out of Blätter. Ich meine, gut, als Sven könnte man einfach hier wieder Bäume abschlagen. Sind ja wieder alle gewachsen. Blöcke habe ich 70 dabei. Ich wollte jetzt noch ein paar mitnehmen, wenn ich keine. Dankeschön. 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 Yeah. Gut, ich habe mir wieder Ziegler. Sandstein kann ich auch erstmal rauspacken. Das braucht, dass ich die beide. Die werde ich halt eigentlich wieder rekombinieren. Die brauche ich wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich pack sie erstmal hier rein. Aber man kann nie wissen. Vielleicht brauchen wir so viel irgendwas. Gut, die Dinger kann ich hier wieder rekombinieren. Was ein schönes Wort. Danke. So. Oh, die Schippe schon wieder fast drauf. Alter Schwede. Das ist halt das Geile. Ich meine, die Schippe hält relativ lange. Ne, wir haben sogar den ganzen Keller ausgehoben.
Aber dadurch, dass das Keller aus ihm halt so ratzfatz geht, so super schnell, kommt es einem so vor, wie als wenn die Regenbogensachen nur so kurz halten, obwohl sie halt in der Zeit halt extrem viel schaffen. Von daher, wenn man das auf die Blockzahl, die man damit abbauen kann, hochrechnet, schafft man damit schon eine ganze Menge. Ah, nur die Geschwindigkeit ist Fluch und Segen zugleich. So, jetzt mache ich es mal ein bisschen clever, jetzt mache ich hier erstmal die Eckpunkte und richte die erstmal aus. Ah, bevor ich hier noch Gaga werde. Schraubendreher. Achso, siehst du? Halt, stopp. Sind die überhaupt so richtig ausgerichtet? Nee. Nee, ich muss erstmal. What? So. Genau. Jetzt kopiere ich das gleich mal. Hä? Ach, ich bin doch bescheuert. Das steht ja wieder unten. Nein. So muss das sein. So, jetzt kopiere ich das gleich mal. Einfügen, einfügen. Das sieht gut aus. Einfügen. Was? Was für ein Tastenkombi habe ich hier jetzt gerade aktiviert? Select Mode. When we play thing, punch left click or place right left click a block. Geil ist das denn bitte? Wie aktiviert man sowas? Wenn ich W drücke? Ne, wenn ich E drücke, ne? Ne. Wie habe ich das Ding gerade aktiviert? Ah, okay, also doch mit E, also mit der AUX-Taste. Das ist standardmäßig, glaube ich, die Shift-Taste. Genau, also mit der AUX-Taste halt und dann quasi Linksklick. Aber du musst dabei, deswegen hat es jetzt so nicht funktioniert, auf den Block drauf visieren. Und dann hast du dieses Menü. LOL. That's really fucked up. Ist ja geil. So, ich wollte hier nicht einfach eigentlich nur das hier machen, aber jetzt habe ich natürlich das Ding hier irgendwie kopieren. Einfügen. So, jetzt muss ich die ganzen Blöcke ausrichten. Lass mich raus. Ich bin Arzt. So, halt hier. Einmal. Dann müsste das hier zweimal sein. Und der da hinten müsste dann dreimal sein. Und der, da müsste funktionieren, der müsste schon richtig sein. Richtig? Genau. Sehr gut. Dann kann ich jetzt mit denen nämlich einfach immer die ganze Strecke lang ziehen. Kopieren, einfügen. Ja. Einfügen, 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 einfügen. Einfügen. Ach, leg mich am Arsch. Kopieren. Da wirst du ja bekloppt, wirst du da ja. So. Hui. Kopieren. Einfügen, einfügen. Lalalalalalalala. Warum ist da kein Baumstamm? Ah ja, die müssen wir manuell erstmal hinsetzen. Hier war noch. Okay. Und hier kommt ein wunderschöner Baumstamm. Und hier kommt ein wunderschöner Baumstamm. So. Durch. Perfekt. So, jetzt natürlich die nächste Frage. Aus was machen wir den Kellerboden?
Machen wir dann einfach Cleanstone? Ich glaube, irgendwie sowas hatte ich als Idee gehabt, ne? Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wie sieht denn das mit Cleanstone aus? Doch, das kann man locker mit Cleanstone machen. Ich brauche jetzt natürlich eine ganze Menge Cleanstone. Weil die Schicht hier halt leider die Schicht hier oben drauf war, war leider Erde. So. Dann schmeiße ich mal direkt mal noch eine Ladung Cleanstone an. So. Denn das werden wir scheinbar brauchen. Achso, jetzt habe ich hier den ganzen Schmacks im Inventar. Egal. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, irgendwie so Stone Bricks oder sowas zu machen. Sieht bestimmt nicht gut aus als Boden, ne? Ne. Ne, wir bleiben einfach bei Cleanstone. Ich glaube, das ist dem Keller würdig. Das würde ich jetzt mal sagen. So. Und schon sind alle Unperfektionitäten das zum Beispiel schön überspielt. Und schon ist es leer. Scheiß die Wand dann. So schnell geht ein Stack weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir noch Cleanstone? Nee, nicht mehr so viel. Also, aber die beiden Stacks, mal ganz davon abgesehen, dass sie immer noch nicht fertig sind, werden halt wahrscheinlich nie reichen. Gut, dann machen wir so anders. Ja, damit. Ja, damit. Dann gehen wir mal zu unserem Haus. Und klauen uns hier einfach mal ein paar Cleanstones. Am besten auch noch ein paar Cobblestones. So. Gut, das sollte erstmal reichen. Ihr könnt jetzt erstmal die Fahrt nochmal komplett überspringen, also einfach mit diesen Raumpunkten arbeiten, weil ich darum in Kommentaren gebeten wurde. Ihr könnt mir also jetzt in diesen Videos in die Kommentare schreiben, wenn ihr es nicht so wollt. Und wenn dann mehr Leute schreiben, dass sie es nicht wollen, als die Leute dies wollen, dann machen wir es nicht mehr, sondern nutzen wieder die Lore. Und wenn ungefähr genauso viele Leute es wollen, wie es nicht wollen, dann machen wir eine Hybridaktion. Dann fahren wir mal von Home zu Home 2 mit der Lore und zurück teleportieren wir uns. Oder andersrum. Also da haben wir bestimmte Optionen frei. Ja. Ich habe keine Ahnung. So, hier bin ich im falschen Haus. Im falschen Teil des Hauses. Hier bis rein. Beziehungsweise, ich schmeiße jetzt mal hier wieder tatsächlich einfach ein paar Steine rein. Wobei, wir haben vier Stacks. Egal. Kann nicht schaden. Können wir schon mal so ein bisschen vor sich hinschmoren hier. Die anderen Steine packen wir erstmal hier rein. So, haben wir einen kleinen Steinvorrat und wir haben schon viele Cleanstones, um damit direkt zu arbeiten. Denn wir werden bei dem Gebäude wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Cleanstone brauchen oder allgemein Stone. Da ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie wir hier eigentlich was machen. Ja. So, du musst auch weg. Oh, du kannst wieder. Wo ist die Erde? Bam. So. Keller 1. Fertig. Oh. Ach so. Ja. Gut. Hier müssen natürlich auch Baumstämme hin. Jetzt fertig. Ja, nice. Doch, so kann man doch. Wie gesagt, über uns ist natürlich so eine Decke.
Ja, es ist also ein bisschen beengter vielleicht, aber nee, doch, das geht, das sieht gut aus. Gut. Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite den Boden einziehen, aber das machen wir nächste Folge. Von daher, bis dann.